So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Es ist jetzt hier 7.30 Uhr oder irgendwas in der Früh. Ich habe Hunger, ich habe Bock, ich muss was testen und tagsüber ist immer so viel los. Da fahren immer die Autos vorbei, da prügeln sich die Leute und deswegen, was passt zum Thema Prügelei? Axel Schulz. Wir haben was entdeckt im Kaufland Axels Pizza. Ihr kennt vielleicht Axel Schulz, den Mann mit dem Fackelmann-Cappy. Und der hat ja so komische Gläschen mit Wurst rausgebracht. Mit Currywurst, mit Schaschlik, mit Pulled Pork, alles im Glas. Das hat vielleicht jeder schon mal gesehen. Was ich nicht gesehen habe, ist diese Pizza von Axel Schulz. Und Pupsi hat gesagt, sie hat darüber auch nichts gefunden. Die googelt immer gleich alles. Ungefähr so wie bei der Capital Bra. 5 Uhr Formaggi Pizza, die wir auch im Kaufland gesehen haben. Und am selben Abend hat Capital Bra auf seiner Seite gesagt, er wird bald bekannt geben, was die neue Sorte von seiner Pizza sein wird. Das heißt, sie lag schon im Kaufland rum. Dabei war das gar nicht offiziell angekündigt oder released. Kaufland hat das einfach schon da reingelegt. So ist es wahrscheinlich jetzt auch mit Axels Pizza. Guckt euch das mal an. Ihr habt da Axel Schulz drauf. Pizza Chicken Grillsauce mit Original Axel Grillsauce Zubereitung. Axel Schulz Rohteigpizza Hühnchen mit gefüllten Rand. Und was ist in dem Rand drin? Mit Tomatensoßenrand. Wer macht denn Tomatensoße in den Rand? Die Tomatensoße muss doch eigentlich auf die Pizza drauf. Die wollen wir jetzt auf jeden Fall mal öffnen. Die wollen wir uns mal anschauen. Wollen wir gucken, was sie kann, wie die schmeckt. Ich werde mir natürlich wieder so ein bisschen Tabasco auch mit herstellen, falls es jetzt nicht würzig ist. Was steht sonst noch da? Stuffed Crust mit gefüllten Rand. Genau, aus Buchholz. Also Icewind Productions und Vertriebs GmbH. Neustraße Buchholz. 515 Gramm. Was mir auffällt, wenn ich das hier auf dem Bild sehe, das sieht eher aus wie so ein gefrorener Kuchen mit mega dickem, fettem Rand. Wir machen das jetzt aber auf. Axel mit dem Boxhandschuh am Start. Holen die jetzt raus. Ja, die sieht sehr klein aus. Also vom Durchmesser her erscheint die sehr klein, aber scheint sehr stark, krass hoch belegt zu sein, meine ich. Weil da sind richtige Türmchen drauf an Hähnchenfleisch. Machen wir mal die Pappe ab. Also die Folie. Ich weiß nicht, Axels Grillsauce. Ich dachte, der hat verschiedene Soßen, verschiedene Geschmäcker. Vielleicht gibt es aber auch nur genau eine Axel Grillsoße. Vielleicht ist das so eine Barbecue-Soße oder irgendwas. So sieht die Pizza jetzt erstmal aus, wenn wir uns die angucken. Ich sehe ganz viel, hier sind Zwiebelbröckchen drauf. Da ist so Tomatenbrocken, vielleicht sind das auch noch Paprikabrocken. Ihr habt hier diese Hähnchenstücke gefroren, die sind auch relativ groß und wuchtig und ein bisschen Soße drauf gekleckert. Das ist die Axel Chicken Pizza. Ja, Pizza Chicken Grillsauce. Die Grillsauce Pizza Chicken, die machen wir jetzt mal warm und dann gucken wir mal, wie die schmeckt, würde ich sagen. So, die Pizza ist fertig. Ich hab die jetzt mal raus, hab dir mal Pupsi gezeigt. Die hat gleich gesagt, boah, die sieht ja krass aus. Wie meinst du das jetzt wieder? Naja, so vom. Weil die so, die sieht so brutal aus, so krass, vor allem durch die schwarze Soße und allem drum und dran. Die dampft jetzt hier vor mich hin, der Rand ist richtig schön hochgegangen, obwohl ich weiß nicht, ob ich sagen richtig schön oder der Rand, der sieht mir aus, als da ist so viel Rand, der Rand ist so breit, wie mein Kopf, guckt euch das an, so breit ist der Rand. Und in der Mitte ist eigentlich nur so eine handgroße Fläche an Pizza an sich übrig, ohne den Rand. Wie wenn du beim Bäckerstand dir so ein Stück Pizza nimmst, was halt auch nur so rund ist, für eins noch was. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ich werde mal fürs Thumbnail das nochmal hier reinhalten, den Karton. Werden wir das gleich mal mit dem Pizzaschneider aufschneiden. Und ja, gucken halt, wie die schmeckt. So, das ist Axel. Die Axel Schulz Pizza Chicken Grillsauce. Ich zeig die euch jetzt nochmal hier. So sieht die also aus. Was sagt ihr dazu? Die schwarze Soße sticht hervor. Aber der Rand sieht halt so fett aus. Also wenn der schön weich und fluffig ist oder knusprig, okay. Ansonsten mag ich es eigentlich nicht, wenn da so viel Rand ist. So, wir stellen es hin, schneiden die kurz und dann probieren wir gleich.
So, jetzt ist mir auch wieder eingefallen, wieso der Rand überhaupt so dick ist. Da ist doch Tomatensauce drin, stand zumindest drauf. Wenn ich mir das aber hier so angucke, mal so ein Stück nehme und so zeige, seht ihr hier, da haben sie extra eine Höhle reingemacht, wo sie was verstecken können, eben Tomatensauce. Das habt ihr jetzt links, rechts alles, das heißt, das Ding ist eigentlich recht hohl am Rand. Das ist nicht komplett teigig, das ist ein hohler Rand, ein Tunnel, wo halt Tomatensauce durchgezogen wird. Wem aufmerksam hier gucken drauf tun's, wird aufgefallen sein, da fehlt jetzt sogar ein Stück. Also ich habe die Zeit genutzt, Pupsi mal eins vorbeizubringen. Sie hat jetzt hier probiert auf diesem Teller, hat gesagt, das ist leider gar nicht ihrs, was schade ist, weil es ist so schön belegt, aber sie sagt, das schmeckt sehr süßlich und auch das Fleisch kommt gar nicht durch, das merkst du gar nicht so, das Hähnchen, das geht total unter und ja, mit dem Rand kann sie nichts anfangen, das schmeckt ihr leider alles gar nicht so. Ich habe noch gar nicht probiert, ich werde jetzt probieren, ich nehme mal das Stück hier drüben, denn da ist schön das Fleisch vorne drauf mit der Soße und wir gucken mal, wenn es so eine Barbecue-Soße sein sollte, so ähnlich, so eine Axel-Grill-Soße, kann das schon sein, dass das vielleicht eine süßliche Note hat? Gut, was sie noch gesagt hat, dass das Ganze sehr paprikalastig ist. Also ich beiße jetzt hier rein, mein erster Eindruck ist irgendwie, dass es ein bisschen trocken ist. Hast du hier direkt die Soße, aber das Fleisch ist sehr trocken und muffig. Das ist so richtig, da fehlt irgendwie was. Ich hätte das irgendwie saftiger erwartet. Nein, das liegt nicht daran, dass das jetzt hier eine Tiefkühlpizza ist. Auch andere Tiefkühlpizzen können das dann trotzdem, dass sie in deinem Mund irgendwas anstellen, dass das halt einfach irgendwie saftiger wirkt. Ansonsten der Boden schmeckt sehr besonders. Also, ich kenne den Boden ganz anders, das ist irgendwie mega spezieller Spezialboden, ganz besonders, deswegen beißen wir mal hinten einfach mal in das tomatige Soßenstück rein, in den Rand mit Tomatensoße gefüllt. Also der Rand hat irgendwie was von einer Art Blätterteig, so. Das ist nicht richtig fest, das ist nicht richtig knusprig. Das ist aber auch nicht weich und fluffig, das ist irgendwie so ein Mittelding. Ich kann das nicht beschreiben, keine Ahnung, was das sein soll. Und die Tomatensoße da drin ist ganz leicht, also da ist viel drin, aber die hat so eine ganz, ganz leichte Note. Die könnte auch präsenter sein, die könnte kräftiger sein. Hab gedacht, da sind so viele Zwiebeln überall drauf. Hast du schön Tomaten mit Zwiebeln, eine richtig schöne Tomatensoße wie bei Nudeln. Die Tomatensoße hier drin ist leider nicht so krass. Das ist wie ein bisschen Tomatenmark, aber nicht wie eine richtige Tomatensoße. Das schmeckt, als würdest du damit eine Soße machen wollen, aber als wäre es jetzt nicht eine eigene Soße. Ansonsten der Rand, wie gesagt, ist so gebäckmäßig. Weiß ich nicht, wirkt für mich nicht wie ein Pizzarand, wirkt für mich irgendwie so wie so ein Gebäckrand von irgendeinem Plundergebäck, irgendwas Süßliches. Die Zwiebeln, die Paprika. Ja. Wirkt trotzdem alles irgendwie unscheinbar. Ich muss nochmal das Fleisch testen. Das stopft so ungemein. Aber ich bin immer noch am ersten Stück und bin jetzt schon rum gar nicht hinterher mit dem Kauen. Habe jetzt hier den Rand auch nochmal auseinandergerissen. Das schmeckt halt wirklich, als hättest du so Tomatenmark auf den Teller gekleckst. Dann würdest du mit irgendeinem Croissant oder so da reindippen. Das versuchen irgendwie aufzumachen, also für mich leider irgendwie auch gar nichts. Leider, sorry, da habe ich so viele bessere Sachen, die so wuchtig und so fett sind vom Geschmack her. Das wirkt alles viel zu leicht, viel zu lieblos, viel zu herzlos irgendwie. Ich habe jetzt hier meine gute Hot Jalapeno Sauce. Ich will mal gucken, was der Unterschied ist. Also jetzt zwar der Rand nicht anders, aber wenn ich das jetzt hier auf ein Stück mache und dann mal abbeiße, gibt das den nötigen Bums, den diese Pizza braucht. Dann fehlt nämlich einfach irgendwo ein bisschen Würze, ein bisschen Geschmack.
Also am Anfang finde ich, du tropfst das drauf, du beißt ab, ist eine ganz andere Welt. Du denkst, okay, du bist jetzt angekommen, aber nach ganz kurzer Zeit kommt wieder dieser süßliche Geschmack durch, durch das Lieblose, dieser komischartige Rand, den die Pizza hat, also der ganze Boden. Würde ich mir definitiv nicht nochmal kaufen, dafür ist mir das Geld dann zu schade, hat glaube ich auch 4 Euro noch was gekostet. Also wenn ihr das seht, probiert es halt mal aus, schreibt mal eure Meinung ran, aber ich bin enttäuscht. Ich habe jetzt gedacht, richtig Grillsoße, eine richtige Männerpizza, richtig mit Geschmack, richtig deftig, mit Chicken, mit allem. Aber irgendwie, ja, ist eine Kinderpizza. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ach so, muss ja hier noch Soße drauf machen. Jalapeno. So.